I was born on town as grow. Ain't no trees, just broken soul. A dirty evil stinking death. Shoot you miles or pay the price. Ja, okay, wir haben eine neue DVD aufgenommen, Leute. Wir freuen uns natürlich, dass das Ding gut gelungen ist. Ich glaube, ihr habt Freude dran und wir haben es in Hannover aufgenommen, im Kapitol, mit ein paar Freunden auch. Das heißt, der Klaus Walz von Jane, der früher auch Mitglied bei uns war, unsere alten Fans werden sich daran erinnern. Klaus Walz, war richtig Spaß mit dem Jungen. Wir haben von Nektar Klaus Henatsch an Keyboards gehabt. Dann ein Violinspieler, was ganz unüblich ist für uns. Ich finde es exzellent, dass der Mann mitgearbeitet hat. What's his name? Tim Rees. Tim Rees. Okay, Tim Rees. Wir haben uns erst da kennengelernt. Er hat einen tollen Job gemacht. Und ich glaube, wenn ihr das anhört, ihr habt Spaß dran. Ein paar Kinder haben wir auch gehabt. Super Kinder. Ich glaube 16 oder 19 Kinder, alle aus Hannover, aus dem Raum. The Kids of Rock'n'Roll haben einen alten Song von uns, vom Danger Man Album, mit uns zusammen recorded. Haben Spaß gehabt und klingt auch toll. Also es waren ein paar tolle Ideen dabei und ich glaube definitiv, ja, macht Spaß. Einen Mann habe ich vergessen, wollte ich nicht. Wir haben Volker Sassenberg auch gehabt an Keyboards, unser zweiter Keyboarder den Abend. Volker war auch Keyboarder von Domain, Kingdom Domain, die Band, die ich mit Cliff zusammen hatte in den 80ern, Ende 80er Jahre. Wir haben damals ja 3 Alben gemacht, die ihr hoffentlich alle zu Hause habt. Wie gesagt, Volker ist zu uns gestoßen, hat da mitgemacht und war natürlich toll, ihn wieder zu treffen nach so vielen Jahren. Ja, Bluegrass. Bluegrass? Ja. Oder so. Oder so.